Ich weiß auch nicht, worauf die warten. Warum die uns jetzt diese Kartenpunkte schenken, ist die Taktik ist mir gänzlich unbekannt. Oder sie warten, weil sie ihre Ulti haben, haben vielleicht noch jemanden im Team und sagen, hier, hinterlauf die beiden gleich, die machen wir jetzt richtig fertig. Wo hat der Murdoch mit angefangen? Gucken wir uns mal kurz an. Mit diesem Mikro. Ich schmeiß die ganze Zeit seine komischen. Er ist auf Schaden immer. Nein! Scheiß die Wand an! Die hatten noch einen, ja, und jetzt kommt die Muriel, viel zu spät. Aber mich hat sie gerettet. Viel zu spät. Mich hat sie gerettet. Ja, das ist schön, mich nicht. Dreck, fuck. Ich hab übelst Glück, dass der Murdoch mich verfehlt hat. Naja. Mit seiner Ulti. Oh, der ist doch gleich tot. Scheiße. Ich hab keinen Mana mehr, um ihn zu töten, na der Schwein, ey. Och, der hatte kein Leben. Das tut jetzt gerade richtig weh, den gehen. Warum unser Jungler jetzt von vorne kommt, weiß er vermutlich selber nicht so genau. Warum er jetzt nicht einfach hinterläuft. Also wir haben leider gerade, wie es aussieht, ein ziemlich inkompetentes Team. Also nur alleine was zu reißen, wird sowieso immer ziemlich schwierig. Und das tut einem fast schon in der Seele weh. Guck mal, jetzt kriegen wir hier nochmal Geschwindigkeit und die 12%. Und damit haben wir erstmal eine gute Ausgangssituation. An dem können wir demnächst auch auf Schaden gehen. Müssen jetzt halt nur gucken, dass wir mithalten. Weil die haben ebenfalls schon alle 12 Punkte. Die sind schon daran, die nächsten 3 Kartenpunkte zu vergeben. Dass wir hier natürlich jetzt eher wahrscheinlich ein ziemlich minderwertiges Team haben, sieht man erstens an den Stats. Der Einzige, der eigentlich hier gerade ein bisschen was reißt, ist Nico. Der Baggins, der ist auch nur am Dauerverrecken, weil der übelst Killgirl ist. Die Muriel scheint Muriel überhaupt nicht spielen zu können. Sie geht auch auf Mana und Leben. Okay, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Aber wir holen uns hier erstmal die ganzen Kartenpunkte, die ja anscheinend irgendjemand nicht möchte. So, richtig Damage machen wir aber immer noch nicht. Das ist aber ganz normal. Und eigentlich auch einberechnet, aber wie gesagt, wenn man die Taktik anwendet, muss man auch ein bisschen spielen können, was ich nicht immer hinkriege, und sich eigentlich auch ein bisschen aufs Team verlassen können. Jetzt hier zum Beispiel Nico, der rastet hier gerade so. Richtig aus, bringt uns aber nicht viel, wenn er der Einzige bleibt. Also wenn alle anderen weiter so ungestüm einfach irgendwas machen, gegen Rampage alleine, der ist schon Level 9, also das ist schon Wahnsinn, weil man den da einfach alleine lässt. Wenn ich da jetzt alleine hingehe, reiße ich da auch nichts, aber wenn ich nicht hingehe, lasse ich ihn weiter leveln, also... Das ist jetzt schon eine ziemlich beschissene Situation. Also Nico, ich brauche auf jeden Fall Rechtshilfe gegen den Rampage. Ich weiß nämlich nicht, warum er den jetzt hier hat so leveln lassen. Na, ich weiß jetzt hier nicht, warum Ingeborg jetzt wurde abgehauen ist hier links. Ja, also nein, rechts, nein, der ist schon Level 9. Das ist, ja, okay, scheiße. Sehr schlecht. Also der ist ja schon mal 3 Level über mir und auch 3 Level über die Hälfte des Teams. Was haben wir so? Ja, nur die Sparrow bei uns ist Level 8. Also nicht mal die hat den schon ein. Und Rampage ist Tank. Muss man also auch ein bisschen auf physische Durchdringung theoretischerweise gehen, was einem nicht so viel, also bringt es mir wirklich eigentlich nur was gegen diesen Rampage großen, im Großen und Ganzen. Jeder hat natürlich am Anfang so einen physischen Schild, der ist aber nur 10 hoch oder so, der ist minimal. Also würde man theoretischerweise auch ein bisschen mehr Schaden machen, wenn man da auf die Durchdringung am Anfang geht. Ich habe eine Karte dafür mit, den Rostbrecher, und ich habe auch eine Aufwertkarte dafür mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, der will mich gerade ein bisschen locken. Ja, will er. Nico, wie viel kannst du jetzt zählen, wenn du jetzt auf die Karte guckst? Siehst du alle 5 oder wie viele Leute siehst du? Wie viele sind auf deiner Line? Weiß nicht, warte. Ich bin jetzt bei dir auf der Line. So, der guckt dich trotzdem mal bitte um. Wenn du in die Mitte guckst, wie viele Leute du siehst. Ich weiß auch nicht, was der Rampage macht. Er lässt mich. Theoretisch lässt er mich gerade nachleveln. Ich weiß aber nicht wieso. Eigentlich ist das, was er macht, gänzlich dumm. Er greift nicht an, er greift überhaupt nicht ins Geschehen ein. Jetzt, und zieht sich direkt wieder zurück. Also entweder das ist ein sehr, sehr unsicherer Spieler, den man hier... Achtung, der... Oh. Ach, Mann, dieser scheiß hässliche... Wo kommt denn der mal her, ey? Die Muriel ist wo oder sonst wo. Ja. In der Mitte. Am Batzfarm. Komm mal schneller. Scheiß die Wand an. Boah, ich hab's geschafft. Gott, ich bin abgehauen, aber... Ja, das mit der Muriel. Das mit der Muriel ist eben wirklich ziemlich schlecht. Jetzt kommt die Muriel zu mir. Das ist eigentlich viel, viel zu spät. Die hätte viel früher kommen müssen. Aua. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Scheiße. Mensch, Jungs, ey, ihr seid doch bescheuert. Wie kam der jetzt so schnell hinterher? So was Sinnloses. What? Ich lebe ja noch. Ich bin schon stehen geblieben, weil ich dachte, ich bin tot. Ich hab keinen Mana mehr. Oh, ich hab noch 7 Leben! Ich hab noch 7 Leben! Ach du Scheiße, war das jetzt knapp. Oh mein Gott!
Und ich habe Gott sei Dank Kartenpunkte. Alter, das war jetzt natürlich richtig eng. Ich dachte wirklich, ich bin schon tot, darum bin ich schon stehen geblieben. Da kam er natürlich unheimlich schnell hinterher, aber ihr seht schon, wie viel Leben der hat. Der ist eben schon Level 10. Also das ist ein Unding, das darf nie passieren. Wenn man ein richtiges Team hat, passiert das im Normalfall auch nicht. Darum gehe ich jetzt direkt auf Crit und Schaden, weil ich habe keine Möglichkeit, ich habe auch keine Zeit, jetzt großartig noch was anderes zu leveln. Ich weiß nicht, Nico, worauf bist du bisher gegangen? Du bist auf Damage und Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Wie gesagt, wer sich wundert, warum das Deck, wir sind eben noch relativ am Anfang, haben auch noch nicht so viele Karten, ich habe schon ein bisschen mehr. Aber ich hole jetzt mal Kartenpunkte. Hier diese Sammler gibt es ja, das habe ich eigentlich in den Grundlagen alles erklärt, wo man jetzt hier diese Kartenpunkte fürs ganze Team sammeln kann. Und das sollten wir jetzt eigentlich auch realisieren. Ich weiß noch nicht, ich glaube das Team hat, ich weiß nicht, ob unser Jungler überhaupt großartig welche aufgestellt hat. Es wäre echt clever gewesen und es wäre auch gut gewesen, also, wenn er es gemacht hat. Ich habe den linken aufgestellt. Der erste Turm in der Mitte ist auch schon kaputt. Und der andere. Natürlich dezent ungeil. So, gerade nochmal Kartenpunkte durch. Buggy legt sich alleine mit dem Rampage an. Ich weiß nicht, warum die das machen. Also, das ist gänzlich dumm. Wir haben wahrscheinlich auch niemanden, der sich im Team gerade abspricht. Da kommt das Gegnerteam schon wesentlich überlegener daher. Wir sind eben gerade nur zu zweit. Hab jetzt eigentlich auf die Kompetenz des Teams gehofft, aber das... Ich meine, ich könnte theoretisch auch erstmal in der Mitte bleiben. Nico, brauchst du links Hilfe? Ja, du... Ja, okay, er braucht Hilfe. Die Muriel hat das erste Mal jetzt richtig angewandt. Jetzt ist genau im richtigen Moment gekommen. Ich versuche jetzt auch nochmal links zu unterstützen. Ah, nein! Hatte ich. Ah, scheiß die Wand an! Hässliche Muriel, aber. Mann! Ich könnte sie einfach nur töten. Schade, jetzt schon jemand aufgeben. Was? Stimmen? Nein. Bescheuert oder was? Dieser hässliche, ich weiß nicht, ich. Der ist immer irgendwie mit Ema ist der da, dieser kleine hässliche Kacknoob, Alter. Ja. Ist leider sehr schlecht. Ja, die wollen jetzt bei uns schon aufgeben. Also, das heißt, man merkt, wir haben ein ziemlich beschissenes Team abbekommen. Weil, wir spielen nicht mal 16 Minuten. Ah, das ist eben manchmal so ein Paragon. Ich denke mal, da wird die eine oder andere Folge noch so sein, weil wir sind nur zu zweit. Das heißt, wir müssen auf die Kompetenz der anderen verbauen. Wenn wir das nicht können, sieht es für uns sowieso immer relativ schlecht aus. Entweder wir kriegen ein gutes Team oder wir kriegen halt kein gutes Team. Und wir haben derzeit ein ziemlich beschissenes Team. Okay, der macht schon unglaublich viel Damage. Ist auch schon Level 9. Die sind auch vom Level schon deutlich überlegen. Das ist... Ich denke mal, der jetzt für eine Kapitulation gestimmt hat, der wird auch gleich nichts mehr machen. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass er gleich nichts mehr machen wird. Aber oh, ziemlich assi. Und das unterstützt natürlich eher weniger. Geh mal bitte, Daffy. Ich weiß auch nicht jetzt in Bezug so richtig, was ich auf den Magier machen soll. Weil ich habe gegen ihn im 1 gegen 1 einfach überhaupt gar keine Chance. Ich kann jetzt hier noch versuchen, ein bisschen jungeln zu gehen. Eigentlich nur versuchen zu beten, dass ich jetzt hier noch irgendwas reißen kann. Ich brauche jetzt sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Kartenpunkte. Der Magier hat wie viel vergeben? Die sind schon bei 21. Das heißt, die sind uns jetzt auch schon nicht nur Level überlegen, sondern auch Kartenpunkte technisch schon überlegen. Also die Gesamtsituation sieht eher düster aus. Darum gehe ich jetzt mal ein bisschen jungeln, weil unser Jungler ist der letzte Rotz. Ich habe selten so einen schlechten Jungler gehabt. Ich habe auch selten so eine schlechte Muriel gehabt. Hätte nie gedacht, dass ausgerechnet unser Murdoch, unser guter Leo, der ja in letzter Zeit auch eher weniger gespielt hat, hier mehr oder weniger alleine versuchen muss, hier alles rauszureißen. Weil ich auch gerade nicht so richtig aus dem Pushen komme. Aber halt. Oh, naja. Ja. Ach du, jetzt rechts. Ja, ja. Alter, das wird so einfach nichts. Ich weiß nicht, warum die alle so offensiv spielen. Ja, rechts, du Hurensohn. Es ist nicht nur rechts, es ist auch links, du Missgeburt. Das ist. Ja. Teamlike, das ist extrem schlecht. Guck mal, wir sind mal. Och, Junge, hat der nichts zu tun. Das, so eine Leute gehen auch so extremst auf den Sack. Ja, da ist auch der Rampage. Das ist scheiße. Das ist jetzt. Diese Novicon oder Novcon, das ist doch die alte mit der Sparrow. Ja, genau, das ist auch schon scheiße, weil. Was die an Damage macht, ist auch unnormal. Aua. Was die für eine Reichweite hat, ist unnormal. Aber. Ja, das hat mich getroffen, ist klar, logisch. Achtung. Wo ist denn der hin? Ach komm, ey, jedes Mal die Ulti, Alter. Geht mir sowas auf den Sack. Weil dann springt er weg. Ja, Wahnsinn. Du bist der beste Spieler der Welt. Nicht. Ah, sowas zum Kotzen. Achtung, die Dinge sind unten. Ja, ich hab's gesehen. Unten im Kreis. Jetzt ist sie da. Es ist auch der Amadeus oder Amadimaru oder deine Mama. Ich wechsle mal die Line, weil. Ach, sowieso alle inkompetente Vollidioten. Oh Mann, ey. Ja, der wollte gerade hinterlaufen, der scheiß Typ. Naja, natürlich. Ich versuche mal, ob ich an den Damage-Buff komme, bevor er wieder da ist. Ich hoffe mal, er ist so dumm.
Das ist kein Problem. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir gleich hinterlaufen und dann hassen uns direkt alle, weil ja, ihr könnt gar nichts. Und wir müssen aufpassen. Der eine guckt schon so in unsere Richtung. So, aber direkt 4 Kartenpunkte. Und lass mal direkt links gehen, hinterlaufen. Achso, weil ich im Leben. Ja, wir haben. Ja, ich hab ja. Nur Leben.